Angeklagter, warum haben Sie das Auto gestohlen? Ich musste schnell zur Arbeit, Herr Richter. Sie hätten doch auch den Bus nehmen können. Für den habe ich doch gar keinen Führerschein. Ich kenne viele Leute, die haben das Balsen-Syndrom. Sie haben einen an der Waffel und gehen einem tierisch auf den Keks. Eine Blondine hat mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug gerammt. Brüllt der Fahrer: Sie dumme Kuh, haben Sie überhaupt eine Führerscheinprüfung gemacht? Schreit die Blondine zurück: Bestimmt öfter als Sie. Als ich jung war, da hieß die Singlebörse noch Bolzplatz, Oma war mein Wikipedia und mein großer Bruder, das war meine Firewall. Stand neulich unter den Inseraten: Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle. Was ist das? Drei Tritte in die Eier, vier in die Magengrube und zweimal den Fuß im Gesicht. Eine Schlägerei? Nein, nur die Kinder ins Bett gebracht. Im Vorzimmer des Chefs sitzen drei Sekretärinnen, sagt die eine: Ich habe gestern im Schreibtisch des Chefs ein Kondom gefunden. Sagt die zweite: Ich habe ein Loch reingestochen. Sagt die dritte: Ich glaub, mir wird schlecht. Die Stichprobe ist keine geeignete Methode für die Qualitätskontrolle von Kondomen. Männer müllen genetisch bedingt die Wohnung zu. Frauen auch, aber bei denen nennt man es Dekorieren.